Welchen Weg nehmen wir? Ten, siehst du ein Licht in einem der Tunnel? Du bist selbst schuld daran. Hey! Hey, hey, hey! Es ist nicht zu spät. Lass mich los! Zumindest für ihn. Was? Lass du uns verstauch ich dir den Fuß. Folgst du uns weiter, breche ich dir das Bein. Ich lass nicht zu, dass du ihn mitnimmst. Ich lass ihn nicht zu einem Monster werden. Keinen Schritt weiter. Psst. Du kommst mit mir. Wolltest du nicht, dass niemandem was passiert? Es hat seine Grenzen. Du hast sie gefunden. Bevor ich sie verliere, töte ich dich lieber. Oh. Was ist das? Du hast ihn dazu gemacht, als er für dich ein ganzes Magazin in den Kopf der Frau geschossen hat. Es war nur ein halbes Magazin. Es war nur ein halbes Magazin. Wolltest du das? Ein Junge, der als Antwort nur das Gewehr kennt. Sieh mich an und sag mir, dass du das wirklich wolltest. Du weißt nicht, was sie unseren Freunden angetan hat. Leicht zu urteilen, wenn man die Fakten nicht kennt. Nicht nur ich erlaube mir hier ein Urteil. Aber sein Urteil entsteht durch Wut, Clementine. Eine Wut, die er schon lange mit sich rumträgt. Zu lange. Na, stimmt allerdings. Du lässt ihn nicht zu einem Killer werden. Mir hat's gefallen. Was? Ja, mir hat's gefallen. Das war nur ein halbes Magazin. War okay. Mir hat's gefallen, sie zu töten. Ich habe mich stark gefühlt. Mir egal, ob es Mord war. Oder ob es irgendwas anderes war. Es fühlte sich gut an. So gut habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Vielleicht noch nie. Hey, Jay. Es macht mir Angst, wenn du so redest. Denk das nie wieder und sag es unter keinen Umständen wieder. Was hilft das? Man merkt doch, dass er es schon glaubt. Lass dich da raus, oder ich schwöre, ich kratz dir die Augen auf. Hör einfach nicht zu. Jeder, der uns wehtun will, sollte sterben. Und es tut mir nicht leid und ich werde mich nicht schlecht fühlen. Ich kenne nichts anderes. Das muss man auch so sagen. Ich weiß nicht, warum du Angst hast, obwohl du immer wolltest, dass ich so werde. Du hast immer gesagt, Überleben ist am allerwichtigsten. Sei stark, sei tapfer. Wenn etwas uns wehtun will, schieß ihm direkt in den Kopf. Hat er ja nicht Unrecht. Lady zu töten, hat uns alle sicherer gemacht. Das zu mögen ist doch nicht falsch. Ich kann mir das nicht anhören. Du meinst also, du kannst ihn ändern? Nur zu, rede mit ihm. Ja, er ist in der Welt aufgewachsen. Also, eigentlich so übel nehmen kann man das im jungen Jahr nicht. Und dann muss ich ja verteidigen können, seien wir mal ehrlich. Ich werde nicht aufhören, Clem. Ich lasse keine Leute herumlaufen, die uns wehtun wollen. Du kannst nicht erwarten, dass ich das verstehe. Du kannst nicht einfach sagen, ich soll aufhören. Du weißt doch, das verwirrt mich. Ich weiß, diese Welt ist hart. Für uns und besonders für dich. Das Töten lässt sich kaum noch vermeiden. Es tun zu müssen, es dich tun zu lassen. Wir haben gelernt, damit zu leben. Aber es darf dir nie gefallen. Ja, das ist noch was anderes, ne? Vielleicht hätte ich nicht mir jetzt gefallen sagen sollen. Vielleicht kann ich meine Gefühle nur nicht ausdrücken. Jetzt redet er sich raus. Bist du nicht froh, dass Lily tot ist? Du wolltest, dass ich sie töte. Du bist doch froh, dass ich es getan habe. Ja, wir haben uns falsch entschieden damals. Also das vor ein paar Stunden. Kompliziert. Warum? Weil. Was weil? Du bist weil das. Natürlich bin ich das. Aber keine Ahnung. Bin ich, AJ. Lily war ein Monster. Und wir töten Monster. Das Problem ist, dass wir froh sind, wenn sie weg sind. Aber sie zu beseitigen ist unschön. Wir können also Gutes tun, uns dabei aber schlecht fühlen?
Du warst beim Abfeuern der Waffe nicht glücklich. Du warst zornig. Zorniger als jemals zuvor. Ja. Hör mir zu, AJ. Du kannst nicht so darüber reden, jemanden umzubringen. Auch nicht Lily. Tja, bring das meinem Kind bei. Das reicht. Es ist ganz klar, dass du es ihm nicht erklären kannst. Aber er kann's, oder wie? Alter, nimm die Finger von dem Mann. Muss mehr sterben. Keine Menschen. Keine Beißer. James, diese Philosophie. Diese Philosophie hat mir meine Menschlichkeit bewahrt. Das macht uns alle zu Menschen. Worte reichen nicht. Du kannst Leute nicht einfach mit Reden friedlich machen. Glaubst du echt, ich möchte nicht auch so ein Leben für AJ und mich? Ja, ich würde alles geben für eine Welt, in der ich weder töten noch Angst vorm Sterben haben muss. Aber so läuft das eben nicht. Noch nicht. Und was du da abziehst, wird daran auch nichts ändern. Ja, lass gut sein. Was vielleicht? Ich muss vielleicht aufs Klo? Clem? Was denn? Er versteht es nicht. Nicht so wie wir. Nicht so wie ich. Ich helfe dir, Clem. Vertrau mir. Ich weiß, welche Leute böse sind. Ich werde nie schießen, nur weil ich es mag. Nur, damit unsere Freunde sicher sind. Bitte, glaub mir, ich weiß ganz genau, wann es richtig ist. Hoffen wir doch. Okay. Wirklich? Du wirst so schnell erwachsen, AJ. Das macht mir Angst. Aber du hast Dinge gesehen und getan, die ein Junge in deinem Alter nicht tun sollte. Ja, in der normalen Welt vielleicht, ja. Du hast dir mein Vertrauen verdient. Ich glaube dir, wenn du sagst, das Töten wird dir nie gefallen. Niemals. Versprochen. Meine, was wäre besser, wenn er... Spürst du das? Später. Ja, da geht's raus. Ja, und da kommen sie schon wieder. Oder auch nicht. Geh. Ich sorge dafür, dass dir niemand folgt. Könnte er sich jetzt nicht einfach die Maske aufsetzen und dann leitet er sie irgendwie weg? Ich meine, dafür war er ja eigentlich da oder bekannt. Also, was ich nur sagen wollte, ich meine, man kann dem Kind ja jetzt nun keinen Vorwurf machen. Und was wäre besser, dem Kind beizubringen, dass alles toll ist und alles gut ist und
keine Ahnung, sich toll zu verhalten, sondern hast aber ein Kind, was vielleicht nicht mal eine Nacht allein überleben kann. Oder ein Kind, was sich auch selbst verteidigen kann. Und dafür vielleicht ein bisschen blutgeil ist. Man weiß es nicht. Aber ich würde persönlich für mich, hätte ich lieber ein Kind an meiner Seite, das auch weiß, sich selbst zu verteidigen. Ist vielleicht einfach gesagt, aber es ist ja auch. Ne? Da siehst du mal. Das war's mit der Fackel. AJ sucht nach vor allem ihre Zustimmung. Was? AJ sucht vor allem ihre Zustimmung. Okay. Sie haben ein Vertrauen in sich selbst gestärkt. Das ist gut. Selbstvertrauen ist immer gut. Wenn's dort zur Küste geht, geht's wohl dort zur Schule. Asim war der Dritte. Hä? Der Tag, nachdem AJ Marlin getötet hatte. Ihr wisst ja, Violet und ich haben für euch gestimmt. Asims Stimme war die Dritte. Das heißt, Oma hat gegen uns gestimmt? Und Ruby auch? Ja. Wie kommst du darauf? Asim meinte, ihr wisst, wie man überlebt. Er wusste, die Schule würde mit euch sicherer sein. Ich habe für euch gestimmt, weil ich euch mochte. Aber sein Grund war besser. Ich dachte nur, das solltest du wissen. Asim hatte recht. Wir waren sicherer. Wir hatten am Anfang mehr Angst, als wir zugeben wollten. Ihr habt die Angst verjagt. Marlin war übel, aber er hat AJ und mich gerettet. Und ihr habt mich gesund gepflegt. Wir standen in eurer Schuld. Kann sein. Aber trotzdem. Wenn Marlin noch das Sagen hätte, würden wir alle verschleppt werden. Oder wir wären tot. Stattdessen haben wir uns gewehrt. Ihr habt uns gezeigt, wie. Marlin waren wir nicht sicher. Sogar in der Sicherheitszone haben wir uns nur versteckt. Oh oh. Hoffentlich sind das die Kids, die anderen. Na, wo bist du? Ah. Sweetie. Violet! Na, wenigstens mal was Positives. Ihr habt es geschafft. Ihr lebt alle noch. Ach, schön. Ich wollte nicht glauben, dass du wirklich tot bist. Ich musste dich finden. Du hast mich gefunden. Sind die anderen alle entkommen? Ja, sie sind alle in Ordnung. Sie sind mit dem Wagen zurück zur Schule. Gut, gut, wir gut. Wir sind sicher, Clem. Jetzt müssen wir nur den Heimweg finden. Hast du eine Ahnung, wo wir lang müssen? Ich kenne eine alte Brücke in der Nähe. Wenn wir darüber kommen, ist es nicht mehr weit zur Schule. Na, da wird doch garantiert noch was passieren. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es das schon gewesen ist mit Lily. Also zumindest mit Lily selber schon, aber das wird es doch nicht gewesen sein. Da muss doch noch irgendwas kommen. Da muss doch irgendwas... Während wir nach euch gesucht haben und ich dachte schon, ihr wärt tot. Oh, verdammt. Ja, ist alles gut. Ist alles gut, Lea. Ich habe versucht, mir vorzustellen, was ich ohne dich nur machen würde. Und da merkte ich, wie dumm ich war. Wegen Minnie. Mehr als ein Jahr lang. Ich war so darauf fixiert, dass ich sie und Sophie verlieren könnte. Dass ich alle um mich herum verprellt habe. Marlin, Brody, Louis, selbst dich und AJ.
Ich wollte, dass ihr mir alle egal seid. Und ich kann dir noch immer nicht sagen, warum. Ich weiß, was du meinst. Wenn so viele Leute gestorben sind, ist es einfacher, niemanden an sich heranzulassen. Irgendwann fragst du dich, warum du überhaupt um dein Leben kämpfst. Das frage ich mich nicht mehr. Ich erinnere mich daran, wie Marlin beschrieb, zu was wir Erikson machen wollten. So hatte sich das keiner vorgestellt. Wer hätte das schon? Wie hast du es dir vorgestellt? Konnte ich nicht. Ich habe nur auf Marlin gehört, dass es unser Zuhause werden würde. Ein echtes Zuhause. Aber ich verstand es nicht so wirklich. Meine Familie lebte in einem Wohnwagen. Was ist mit dir? Wo hast du gelebt? Ach, überall. In einem Haus mit meinen Eltern. Mit Zaun drum und einem großen Garten. Ach ja, die Was kleine hat dir am besten an dem Haus gefallen? Der Garten. Der Baumhaus. Das Baumhaus. Das Baumhaus. Ich hatte ein Baumhaus im Garten. Dort habe ich immer stundenlang gespielt mit meinem Walkie-Talkie. Ich stellte mir vor, ich wäre Kapitän auf meinem Piratenschiff. Oder es war ein Iglu und ich war Jägerin. Oder ein Schloss und ich war die Prinzessin. Echt? So richtig mit Kleid und Krone? Ja, aber auch ein Schwert. Eine Kriegerprinzessin. Das passt ja richtig zu ihr. Na klar. Nur wegen dem Baumhaus lebe ich noch. Dort versteckte ich mich, als das anfing. Ja, mit Lee. Ach ja, was war das noch? Erikson kann immer noch das Zuhause sein, das uns Marlin versprochen hat. Wenn wir zurück sind, bauen wir es wieder auf. Mit Baumhaus. Das wird verdammt viel Arbeit. Aber du hast recht. Ich glaube, es ist die Mühe wert. Wenn nichts dazwischen kommt. Wir könnten sogar ein Baumhaus bauen. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Wir haben schon einen Glockenturm. Okay, wir bauen einen Glockenturm. Perfekt. Nachdem all das passiert ist, glaube ich nicht mehr daran. Ich meine, wir haben doch darum gekämpft. Es verteidigt. Wir sollten uns heimisch fühlen, aber es geht einfach nicht. Weißt du, wo das Problem liegt? Dieser dämliche Name, Erikson. Willst du den Namen ändern? Ja, scheiß auf den Vogel. Es sollte einen coolen Namen haben. Poor Violet. Aber nicht gruselig. Friede, Freude, Pfannkuchenland. Etwas bei dem Arschlöcher sagen, da gehe ich nicht hin. Aber auch nichts wie blutendes Mördermesserhaus. Du entscheidest, es war deine Idee. Texas. Wir nennen es Texas. Du kannst es nicht einfach Texas nennen. New Texas? Texas 2. Ja, New Texas. Nenn es New Texas. Ich will dir auch bei der Schule helfen. Das wirst du, Ten. Wir alle. Wir legen los, sobald wir zurück sind. Gehen wir heim nach Texas 2. Ach, Texas 2 hört sich doch nicht an. Da muss doch... New Texas. New Texas. Das klingt. Texas 2. Na ja, gut, ich muss da nicht wohnen. Mir ist es egal. Texas 2. So, da haben wir die Brücke. Die auch nicht wirklich so vertrauenserregend aussieht. Erweckend. Gut. Lass dir Zeit und bleib immer in Bewegung. Da kommt doch der ein oder andere Beißer doch garantiert noch. Das... Oh, lololo. Bergkampf, das kann sein. Obwohl es das schon Amerika gibt hier. Ne?
Ja, ob wir da rüber springen können? Kann das so einfach sein? Das ist weit. Wirklich weit. Springen sollte funktionieren. So weit ist es nicht. Ja, ich denke, das geht. Wir dürfen nur nicht zu hart aufkommen. Ach, die gibt's auch noch. Die Nacht ist bald vorbei. Ach du Scheiße. Mini? Nein. Nein, 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 nein. Ten, bleib stehen. Geschafft. Hab dich gefunden. Oh, Ten. Der ist ja schon halb infiziert da. Guck dir mal die Augen an. Bruder. Komm mit mir. Nein. Du stirbst. Nein. Ja, ja, das werde ich. Endlich kann ich an einen besseren Ort. Ich will, dass du bei mir bist. Da, wo alle wieder Menschen sein dürfen? Nein. Dann werden wir bei Mutti, Vati und Sophie sein. Zusammen. Es Was ist machen wir denn? Nicht, wenn du nicht da bist. Sie wird dich umbringen. Reiß dich zusammen. Sie will dich umbringen. Ich weiß, aber... Oh. Bloß nicht mit ihm zu reden! Keiner von euch! Nicht gut. Diese Welt nicht ohne dich. Die Nacht Scheiße. Ist bald vorbei. Das riecht ja nach einer ganz bescheidenen Entscheidung, die ich treffen muss. Denn nicht. Halte T gedrückt und Autsch. Oh, Alter, die zieht aber sofort. Brr. Na gut. Mann. Take 3474. Schieße ich dann auch wieder hin, du. Runter, runter, runter! Dann schubs ihn, schmeiß ihn! So nach oben. Ah! Ah! Drecksack. Du bist nicht deine Familie! Lad doch erstmal nach, du alte Zippel. Schöne Kopfnuss, so soll es sein. Jetzt weg. Was? Na. Au. Ah. Das will doch keiner sehen.
Heieiei, das ist eine Fleischwunde. Los. So, nochmal ein Sicherheitsschuss im Kopf. Los, noch einen Kopf. Noch einen Kopf. Noch einen Kopf. Noch einen Kopf. Na toll, wie soll sie jetzt herüberkommen? Ah. Mit Springen ist aber nicht mehr so viel. Ich hab zwar gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Verdammt. Moin, Andreas. Schönen guten Tag. Tja, nicht gerade eine meiner glorreichsten Stunden. Ich bringe Ted nach Hause. Ich gehe nach so, Ruhe. Ich hätte ja zweimal geschossen oder dreimal. Aber soll's. Leckt. Komm rüber, ich hol's hin. Ach, ja komm. Jetzt schaffen wir es aber mal. Dass ich vielleicht immer 5 Minuten überlebe und nicht immer noch am Krepieren bin hier. So. So. Eieiei, halt! Oh. So, AJ, komm. AJ! Knall sie alle ab! Schnall sie alle ab! Oh nein! Nein! Jetzt muss ich mich wieder entscheiden! Schön, dass es leckt! Schieß oder schieß? Komm! Die Entscheidung verstehe ich nicht so ganz. Ich lüge. Er wollte auf die Beißer schießen und für dich Zeit schinden. Das war meine Absicht. Ich wollte sie nicht töten. Er war mein erster echter Freund. Aber er machte wieder Fehler. Wie damals, als Mitch wegen ihm starb. Ich musste entscheiden. Klim hat's mir erlaubt. Also habe ich es gemacht. Naja, also ganz so ist es nicht gewesen. Ganz so nicht. Ich habe es nicht erlaubt. Ich habe es toleriert, aber nicht erlaubt. Aber wir müssen uns jetzt auch mal ein bisschen verpieseln hier. Axt schön und gut, aber da kommen erstmal ein paar unangenehme Freunde hier. Ich weiß. So, weg hier. Und Bergams, nein, das kann ich doch nicht. Und fange euch dann. So, weiter geht's, komm. Also ganz ehrlich, das sieht nicht gut aus für Clem. Das sieht wirklich nicht gut aus für Clem. Also... Das sieht nicht gut aus. Das sieht mir nicht nach Happy End aus. Ja, weg mit dem Kopf, du. Das sag ich dir doch. Unten. Ach, jetzt klettert sie aber da hoch mit einem kaputten Bein, oder wie darf ich das verstehen? Ernsthaft? Echt jetzt? B. X. B. X. Ja, komm, Clem. Ein Stückchen hast du noch. Ja. Alter Schwede. Der eskaliert jetzt aber mal richtig, wa? Alter, voll der brutale Killer, ey. Danke, Andreas. Dankeschön.
So, sind wir jetzt endlich in Sicherheit. Können wir uns echt mal ein schönes Bierchen zischen und dann Feierabend machen? Aber ich glaube nicht. Ich glaube. Das Bein müssen wir wieder hinkriegen irgendwie. Scheiße. Ah, fuck. Aber es ist zum Glück. Na, ich würde das zulassen. Ich würde es zulassen. Lass es doch zu. Der Stiefel schien das so ein klein wenig. Achso, ich soll hier. Igitt. Ist das schon das Ende von Clem? Ist das schon ihr Schicksal? Hä? Sie wurde gebissen. Ich dachte, das wäre nur die Axt gewesen, aber sie wurde gebissen. Ach, Scheiße. Kipp Döner heute. Scheiße. Siehst du, guck mal, da hat sich die Frage schon beantwortet. Wir können hier nicht bleiben. Ich habe schon fast geahnt, dass sie gebissen wird. Voran. Immer weiter. Scheiße. Voran. Immer. Immer weiter. Voran. Tja, was haben sie abgesprochen, voran, wenn sie gebissen wird? Scheiße. Ich hab's schon fast geahnt, dass sowas kommen wird. Aber wie hätte ihre Zukunft schon aussehen sollen? Also ich meine... Errungenschaft freigeschaltet. Abschied. Hätte man den Biss vermeiden können? Ich denke nicht. Ich denke nicht. Weil... Ich wüsste nicht wo. Das wäre, glaube ich, so oder so gekommen. Ist ein Andreas. Sie kann den Kleinen noch nicht alleine lassen. Nee, das... Aber ich meine jetzt mal ganz im Ernst. AJ ist so tough, da würde er es sogar noch schaffen. Also wenn einer das schafft, dann ist es AJ. Ich meine... Mit der Waffe kann er schon mal umgehen, das ist schon mal klar. Denk nicht mehr drüber nach, AJ. Wir können nichts machen. Irgendwas muss es geben. Ja, eine Sache gibt es tatsächlich noch. Sonst gehen wir uns auf den Rückweg. Sie ist jetzt leer. Da drin sind wir sicher.